In der Regel ist es ein langer Weg, bis aus einer Idee, einer wissenschaftlichen Erkenntnis ein erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen entsteht, in dem innovative und gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen werden. Solche Unternehmen bezeichnet man in Sachsen-Anhalt als Zukunftsorte und einer dieser Zukunftsorte ist die Firma Horiba Fulcon in Barleben. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann besucht in diesem Sommer insgesamt 12 solcher ausgesuchter Orte, in denen Wissenschaft, landeseigene Hochschulbildung und Wirtschaft zueinander finden und so international wettbewerbsfähig beweisen, dass Sachsen-Anhalt als Bundesland den Anschluss halten kann. Hier bei Horiba Fulcon werden weltweit einzigartig Prüfstände für Elektrobatterien und Wasserstoffantriebe hergestellt. Und auf diesem Grundstück, gleich neben dem Gebäude, entsteht eine neue Fabrik, in der 220 zusätzliche Arbeitskräfte die begehrten Hochtechnologieprodukte herstellen werden. Und das ist die Auszeichnung, ein Diamant aus Plexiglas, der beweisen soll, dass immer da, wo dieser Preis im Büro der Geschäftsführung steht, Zukunft schon heute gemacht wird. In diesem Fall geht er an den Technologiepark Ostfalen, der mit dem IGZ schon einige Unternehmen zukunftsfähig unterstützt hat. Zukunftsorte, das ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt im Sommer 2020 mal in Sachsen-Anhalt darauf aufmerksam zu machen, was wir eigentlich für erstklassige Bedingungen schaffen für Wirtschaft und Wissenschaft, für Orte, an denen, Sie haben das sehr schön schon mal formuliert, Herr Einsfelder, in denen aus Wissenschaft Wirtschaft wird, weil wir dadurch von einem Image wegkommen, was mich seit Jahren und übrigens auch bevor ich Minister wurde, furchtbar geärgert hat. Dieses ewig lamoyante Jammer-Image, in dem wir sagen, wir sind nur die verlängerte Werkbank, das, was wir tun, ist letztlich unter Wertschöpfungsgesichtspunkten eher nachrangig. Und wo ist eigentlich die Zukunft dieses Landes? Ich will es Ihnen sagen, die Zukunft dieses Landes liegt tatsächlich in diesen Zukunftsorten. Und einer dieser Zukunftsorte ist ohne Frage der Technologiepark Ostfalen, den wir hier auszeichnen. Am Ende ist es nur eine kurze Zeremonie. Der Preis wechselt den Besitzer, der sich artig bedankt und die Würdigung der bisherigen Arbeit als Ansporn für die Zukunft sieht.